Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu diesem Review der wunderschönen limitierten Tissot GP. Boah, das ist ein Name, den muss man ablesen, wirklich. Ich habe mir jetzt 50 Mal versucht zu merken, aber ihr wisst, ich bin ja schon was älter, eine ältere Generation, und deshalb sage ich nochmal, die Tissot T-Race Moto GP 2019. So. Nein, ich cutte das jetzt nicht raus. Das ist natürliches Video. Ein natürlicher Videodreh. So. Ja, ihr merkt, ich bin vielleicht noch ein wenig zerstört von gestern Abend. Ich habe ein wenig zu tief ins Metglas geschaut. Irgendwo nachts um 3 war ich dann zu Hause. Ja, was tut man nicht so als Wikinger irgendwie? Ja, egal. Aber heute geht es ja um die wunderschöne Tissot, die ich hier habe. Was ich noch kurz vorab euch mitteilen möchte, ist, ich habe für diesen Channel extra eine einen Telegram-Kanal aufgemacht. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Das ist so eine Art WhatsApp, nur sicherer, also weil es viel mehr verschlüsselt ist, wird von 200 Millionen Menschen mittlerweile weltweit benutzt. Ist ziemlich cool, weil man kann große Chatgruppen aufmachen. Und das habe ich für diesen Kanal auch gemacht. Das heißt, ihr könnt da beitreten und ihr könnt euch gegenseitig helfen. Ich werde auch versuchen, so oft ich kann, reinzuschauen, mit die Chats zu beantworten. Das heißt, wenn ihr eine Frage zu Uhren habt oder euch einfach austauschen möchtet mit anderen Uhren Enthusiasten. Unten findet ihr den Link. Wäre cool, wenn ihr dabei tretet, dann ja, können wir uns demnächst noch ein bisschen austauschen. So, jetzt geht es los mit der Tissot. T-Race MotoGP 2019 Limited. Hey, ich glaube, ich habe es so halbwegs jetzt hingekriegt. Ja, eine sehr, sehr eigenständige Uhr. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass diese Uhr irgendwie irgendwas ähnlich sieht. Sie soll etwas ähnlich sehen, und zwar das Ganze soll angelegt sein an den, ja, an den Motorrad Grand Prix und an Motorradfelge. Fußrasten sind angeblich auf der Seite zu erkennen. Also ich fahre Motorrad und nee, so sehen eigentlich nicht wirklich die Fußrasten aus. Ja, vielleicht, aber ja, man braucht ein bisschen Fantasie, um vielleicht das Ganze zu erkennen. Die Uhr kommt in einem schönen, in einer schönen Roségoldfarbe kombiniert mit PVD. Das ist sowieso das Beste, was man kombinieren kann, nämlich Schwarz und Roségold, finde ich, kann man absolut tragen. Vor allem bei der Größe muss es auch man tragen. Und ja, in der Uhr läuft das ETA. Pass mal auf, das kriege ich bestimmt nicht wieder hin. 10, 0, 1, 2, 11. Ah, Moment. Habe ich es hingekriegt? Kinders, ich bin sensationell. Das ETA 1001.211. Ja, was ist das? Ein Chronographenwerk von ETA, ja, für die Swatch Group quasi entwickelt als günstiger Dauerläufer, um in solchen Uhren zum Einsatz zu kommen und den Preis damit nicht zu hoch zu schrauben. Denn die MotoGP liegt trotz ihrer Limitierung auf 3333 Stück bei nur 1240 Euro. Im VK. Das finde ich für dieses Modell als Chrono in dieser Ausstattungsvariante wirklich sehr angenehm und ja preiswert. Ist halt eine Tissot. Ne? Ihr habt eine echte Schweizer Marke. Tissot ist einer der mit größten Player, Spieler, wir wollen ja auf Anglizismen verzichten, auf dem Uhrenmarkt, und ja, baut absolute zuverlässige und wirklich qualitativ hochwertige Zeitmesser. Und die Details an dieser Uhr finde ich wirklich schön. Also ihr habt viele Eckenkanten. Das Ganze soll, wie gesagt, hinten einer Felge nachempfunden sein. Ich glaube, vorne um die Lünette oder die Lünette selber sieht so ein bisschen aus wie eine Bremsscheibe. Das ist eine Uhr, die man wahrscheinlich liebt oder hasst. Ja, aber für diesen Preis und insgesamt in dieser Konstellation vor allen Dingen auch wiederum mit dem sehr interessanten Armband, denn wir haben hier Leder und darunter haben wir Kautschuk, so dass ihr wirklich diesen typischen Materialmix habt, den ihr auch im Sommer tragen könnt, denn Kautschuk ist waschbar, das heißt, ihr tragt die Uhr und wenn ihr geschwitzt habt etc., ja, dann wascht ihr das Armband einfach ab und habt so keine eklige Keimbildung etc. Ist also von daher auch ein sehr, sehr sinnvoller Einsatz, und so könnt ihr wirklich auch ein optisch nach außen wirkendes reines Lederband problemlos auch an warmen Tagen tragen.
Ja, was ein bisschen mau für die heutige Zeit ist, aber ja, es reicht auch. Sind die 45 Stunden Gangreserve mehr reicht, nee, oder für mehr reicht es halt nicht, aber ja, ob es jetzt 45 oder 48 Stunden ist, ist natürlich jetzt nicht, ja, ist ein Standardwerk. Ne? So, mittlerweile ist man ja verwöhnt mit 72 und noch mehr Stunden Gangreserve oder Powermatic mit 80 Stunden Gangreserve. Da ja, verstehe ich nicht ganz, warum man dieses Werk, allerdings, ja, es stammt aus 2008, das heißt, es ist jetzt schon, glaube ich, 11 Jahre alt und da hat man, glaube ich, noch nicht so weit gedacht, dass man sagt, Mensch, wir möchten hier mehr Gangreserve haben. Weiß auch gar nicht, ob es sich vielleicht in dem Zeitraum oder in dem Zeitalter, hört sich so alt an, überhaupt so viele Tage Gangreserve gekommen wären. Also, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob sie da über 45 Stunden überhaupt groß gehen konnten. Irgendwo ist es ja auch eine Platzsache, ihr braucht ein größeres Federgehäuse etc. Egal, mag einen technischen Grund haben, aber ja, mehr wäre natürlich immer schöner, aber ist jetzt kein Kritikpunkt. 100 Meter haben wir Wasserdichtigkeit für eine Nicht-Taucheruhr, für einen sportlichen Chrono ist das absolut ausreichend. Damit könnt ihr problemlos auch mal unter die Dusche hüpfen. Würde ich aber nicht machen, weil ihr habt halt Rindsleder. Auch wenn es in einer Kroko-Optik ist, ist es aber Rindsleder obendrauf. Und deshalb, selbst wenn man sagt, es wäre vielleicht irgendwie behandelt oder sonst was, ich würde damit nicht duschen gehen. Das zerstört es auf Dauer, ist halt ein Naturprodukt. Und deshalb würde ich ohnehin die Uhr beim Duschen auslassen. Optisch auch auffallend ist tatsächlich, dass wir hier eine Datumslupe auf dem Glas haben. Ja, das mag man oder mag man nicht. Das ist ja immer so ein kontrovers diskutiertes Thema, ob das jetzt auf eine Uhr drauf muss oder nicht. Für die Leute, die sagen, hey, ich kann eh nicht so gut die Zahlen erkennen oder das Datum erkennen, für die wird es ganz gut sein. Die Frage ist, ist das die Zielgruppe? Keine Ahnung. Ja, hört sich jetzt so diskriminierend an. Ich bin ja auch schon alt, aber ich brauch's. Toi, toi, toi. Ich glaube auf Holz noch nicht. Aber ja, also ich persönlich finde es gut. Gefällt mir. Ich finde auch die zwei weißen Totalisatoren drin, machen das Ganze auch nochmal ein bisschen edler. Insgesamt Verarbeitung etc. und nochmal normale Dornschließe, das ist okay, ist wirklich in Ordnung. Und ja, ich kann euch die Uhr empfehlen. Ich hatte sie ja auf dem Watch-Event auch, der ein oder andere wird es dann und wird die Uhr dann schon live gesehen haben. Ja, und wer hat sie mitgebracht? Chronoline hat sie mitgebracht. Und ihr wisst immer, wenn ich etwas von Chronoline vorstelle, dann habe ich für euch auch was rausgeholt. Das heißt, ihr könnt die Uhr im Chronoline-Shop, Link auch wieder in der Beschreibung, mit 10% Nachlass kaufen, wenn ihr im Warenkorb Uhrenratgeber eingibt, dann zahlt ihr 10% weniger. Ich bekomme ein kleines Kickback, ihr habt dementsprechend günstigeren Preis. Perfekt, das ist eine Win-Win-Situation. Kennt ihr ja schon und ja, brauche ich nichts mehr zu sagen, glaube ich. Sollte sich jetzt der Ton gerade etwas geändert haben, ich musste mir die Uhr nochmal holen, weil ich was nachschauen wollte und was vergessen habe. Wir haben auf jeden Fall auch ein Saphirglas natürlich im Einsatz. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Boden aus Saphirglas besteht. Was ich hier normalerweise sagen würde, ist, dass der Boden deshalb ja schon, ja, gar nicht, ja, nicht sinnvoll, es ist Quatsch, aber es ist natürlich kein dekoriertes Werk, es ist ein sehr einfaches Werk. Und normalerweise würde ich sagen, ja, wirkt das dadurch ein bisschen langweilig, aber dadurch, dass wir hier drin nochmal so eine Felge integriert haben, ja, das seht ihr ja gleich auch im Video, ich meine, ich kann es ja hier nochmal so reinhalten, so, sieht das edel aus, ne? Weil wir haben so eine, ja, Dreischichtigkeit, wir haben einmal diese Felge, dann haben wir darunter, na, husch, pfaff, so. Dann haben wir darunter halt den bewegenden Rotor und dann kommt das Werk. Dadurch haben wir so einen, ja, 3-Ebenen-Einblick, kann man sagen. Und das wirkt echt schön. Das kann ich nicht anders sagen. Das wirkt echt schön und gefällt mir. Wie gesagt, die Uhr gefällt mir insgesamt. Also auch die Schließe ist ordentlich. Ne? Es ist ein vernünftiger dicker Dorn, passt zu der robusten Optik. Ja, also ihr merkt, ich mag die Uhr. Die ist einfach mal was anderes, auch optisch was anderes. Die fällt auf, die ist wuchtig. Männeruhr, Schätzleins, wisst ihr Bescheid. Ja, die könnt ihr euch absolut bedenkenlos kaufen. Vom Druckpunkt her, was den Chrono angeht, also das Auslösen, bisschen hart. Also da braucht man schon ein bisschen Kraft und noch ein bisschen Kraft. Ihr hört das hier. Das hört sich schon irgendwie ein bisschen hart an, oder? Also, ja, das ist sowas. Daran merkt man natürlich, dass es jetzt nicht das
Ober-High-End-Level ist. Aber trotzdem, ich will die Uhr deshalb nicht irgendwie schlechter reden. Sie ist insgesamt schön gelungen. Und ich glaube, meine Lieben, ich habe euch jetzt alle wichtigen Informationen an der Hand gegeben. Ich lasse gleich auch nochmal wieder alle Bilder am Ende nochmal durchlaufen, damit ihr euch nochmal ganz in Ruhe von der Uhr einen Eindruck verschaffen könnt. Und jetzt freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich, falls ihr mir noch nicht abonniert habt, über ein Abo mit Glockenklick und ja, so weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Review verbleibe ich. Ciao, ciao. Thank you.